Moin, moin, liebe Clou-Freunde. Hier wird fleißig geschraubt. Also er ist vom Lackierer zurück und konnte mir das denn ja nicht nehmen lassen, gestern anzufangen und schon mal einiges einzubauen. Gestern haben wir die großen Fenster eingebaut und auf der Seite auch. Und die Klappen haben wir auch eingebaut. Will ich mal eine Rundtour machen. Jetzt sind die kleinen Alkovenfenster drin. Das Projekt ist doch schick geworden. Hier vorne kommt ja noch der Wasserzulauf neu rein. Die Halter habe ich auch wieder dran. Die Magnethalter. Das ist noch nicht fest. Da muss ich morgen noch Schrauben holen, Edelstahlschrauben. Und dann wird das auch eingeklebt. Wie hier auch überall mit Dichtmasse, also sprich mit Fensterdichtmasse. Die wird natürlich auch wie hier noch abgetupft, überall am Rand guckt sie raus. Ich mache das ja mal zusätzlich, da ist zwar die Gummidichtung mit drin bei den Fenstern jetzt. Und mir ist das lieber, dass ich da nochmal zusätzlich die Dekalin, ich nehme ja eine andere, zeige ich euch gleich nochmal, Dichtmasse für Fenster verwende. Ja, so sieht das Ganze schicke, schöne aus. Ja, die Streifen sind noch nicht drauf. Und die werden auch nicht lackiert, sondern ich werde sie in Streifen kleben. Da spricht auch so nichts gegen. Reling muss noch drauf, da werde ich auch morgen noch versuchen, Gewindehülsen mit Dichtring zu bekommen. Und sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen, dann nehme ich da halt auch Dichtmasse. Ja, so hüpft wie das als wäre hin. Ja, die Tür, die war ja die Eingangstür, die war ja ordentlich krumm und schief. Da kommt noch oben das Schloss rein. Die war ja krumm und schief, die hatte ordentlich viele Dellen. Hier war der Rahmen kaputt. Das hatte ich ja in dem einen Video ja schon gezeigt. Die habe ich alle gespachtelt. Genau wie den Klappenrahmen, wo jetzt die geschlossene Klappe ohne Lüftungsklappen ist. Den Rahmen habe ich auch mit dem Kunststoffknetmasse, wie letztens gezeigt, wieder hinbekommen. Ja, jetzt kommen noch die Schlösser unten in die Klappen rein. Da lasse ich mir morgen noch mal ein passendes Schloss zu dem passenden Schlüssel anfertigen. So sieht das Ganze aus. Die Felgen sind ja fertig, das hattet ihr ja auch schon gesehen, aber die sind hier natürlich noch nicht drauf. Das kommt dann alles erst später. Genau wie die Streifen. Entschuldigung, ich hatte ja eben schon Streifen gesagt. Die Streifen werden auch später kommen, weil der Lack noch ordentlich ausgasen soll. Und das machen wir dann. Ja, ich denke mal so im Frühjahr, der kommt jetzt erstmal in seinen Offenstall und da kann er dann verharren, bis wir dann soweit sind. Also Ende des Jahres werde ich dann soweit sein, dass die Felgen drauf sind, dass die Versiegelung fertig ist. Morgen wird er versiegelt. Mal sehen, ob ich da morgen ein Video von machen kann. Jo, Projekt ist schön, Projekt ist toll. Alles super. Also finde ich persönlich, meine Meinung, finde ich, sieht schick aus. Und wenn die Streifen drauf sind, nachher sieht er noch schicker aus. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ein kleiner Schwenk in die momentane noch, wie immer, Chaos-Werkstatt hier. Es ist ja alles rausgeräumt, was man brauchen könnte. Hier liegen noch die Seitenverkleidungen, die kommen morgen, übermorgen ran. Ja, ein bisschen noch Dichtung. Ah, siehst du, ja, das soll es noch gar nicht gewesen sein. Ich werde ja noch was zeigen mit den Klappen. Die Klappenprobleme haben ja fast alle. Das sind ja alles alte Klappen. Und ja, vielleicht kriege ich irgendwann mal eine neue. Also sie ist zu, aber steht an den Seiten natürlich auf. Was ich jetzt machen will, hier gehört ja eigentlich dieses Aluprofil drum. Ich werde versuchen, morgen ein Kedergummi zu bekommen mit Gummilippe nach innen, also fast wie eine Türdichtung, nur eben halt feiner, dass nochmal da ein Abschluss nach drin ist, wegen Wassereinbruch. Man weiß es nicht, ob das passieren könnte. Ja, das ist so das. Ja, Elektrosteckdose, ich das gerade sehe, da steckt noch der Pröbel drin vom Lacken. Da ist auch eine neue gekauft. So, nun soll es das aber wirklich gewesen sein, meine Lieben. Ich wünsche euch was. Behabt euch wohl
und bleibt gesund. Und nochmal auch jetzt schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Wobei ich glaube, das werde ich nochmal erwähnen in dem nächsten Video, wenn ich euch die Ringankerversiegelung zeige. Gut, dann erstmal tschüss.